Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte mich wieder schminken und wir legen direkt los, ne, wie ihr das nun mal so kennt. Ich muss ein bisschen das Akku im Auge behalten. Anderes Akku ist schon in Steckdose. So, ich beginne mit einem Schimmerfluid. Das habe ich mal von aus dem Trashpäckchen bekommen von Alverde. Ist auch nur noch bis Dezember diesen Jahres haltbar. Also wenn man dem Glauben schenken kann und so. Da ist so eine Pipette dran und dann gebe ich mir ein bisschen was auf meinen Schwamm. Und das ist so ein bisschen gelartig. So, gucken wir mal. Also noch sehe ich nichts schimmern. Riechen tut es auch noch gut. Ne, also schimmern tut nichts. Doch, da ist Glitzer drin. Nee, sowas mache ich nicht. Das kommt dann direkt in meine... Hier hinterm Bett ist wieder ein wenig Chaos, weil ich halt auch noch ein Haul drehen möchte und so. Und das tue ich in meine aussortiert Box. So, ebenfalls aus einem Trash-Päckchen hatte ich mal Balea Blamish Balm BB Cream exotischer Passionfruit Duft. Und dann gucken wir mal, wie der ist. Farbe, gucken wir mal. Könnte passen, aber tut gar nichts. Tut gar nichts, Monsieur hier. Ja, meine Haare. Riechen tut es tatsächlich nach was Fruchtigen. Ja, nach Maracuja, das stimmt tatsächlich. Das ist aber das Einzige, aber ich sag mal, da brauche ich auch kein Baum oder so, das bringt nichts. Also wenn ich tatsächlich mir was ins Gesicht mache, dann möchte ich, dass man auch etwas abgedeckt hat. Dafür nehme ich dann eine Creme. Kommt auch weg. So, dann nehme ich doch tatsächlich irgendwas anderes von meinen Sachen. Und zwar nehme ich jetzt im Moment gerne wieder mein Touche Club, heißt auch so, genau, All-in-One Glow Foundation von Yves Saint Laurent. Die habe ich mir ja letztes Jahr im Spätsommer, Oktober rum, habe ich mir die, glaube ich, geholt. Und die mag ich sehr gerne. Die ist nämlich auch schön leicht, aber deckt wenigstens ein wenig ab. Halt auch eher eine Foundation für den Sommer, wenn man sagt, boah, ich möchte jetzt nicht total zugekleistert rumlaufen. Und die macht trotzdem, also trotz allem, wie gesagt, deckt die so ein wenig ab und macht ein wunderschönes Hautbild, wenn man denn trockene Haut hat. Also bei anderen Haut Typen kann ich da natürlich jetzt nicht für sprechen, ne? Aber für Leute, die gerne etwas so ein Glow haben wollen, ohne dass man oder nicht cakey aussehen wollen, aber trotzdem so ein bisschen was drauf haben wollen über den Sommer, finde ich optimal diese All-in-One Foundation. So, jetzt nehme ich Put a Lid on It. Das ist, genau, das ist von The Balm, ist das der Primer. Nehmen wir den doch. Mag ich auch sehr gerne. Sollte mir nochmal meine Fingernägel lackieren. Ich habe überhaupt nichts drauf. Doch, ich habe wohl was drauf. Ich habe so einen Make-up-farbenen drauf. Stimmt. Fange schon an zu lügen hier. So. Übrigens, über meine Augenbrauen bin ich im Moment überhaupt gar nicht so... Also von meinen Augenbrauen bin ich im Moment überhaupt nicht begeistert. Also ich sag mal, ich habe mir die... Ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte. Habe mir die mit Wachs... mit Warmwachs habe ich mir die mal... ziehen lassen anstatt mit Faden. War auch wirklich sehr angenehm, aber ich habe das Gefühl, das hat nicht alles gepackt. Also das nächste Mal werde ich wieder mit Fadentechnik ziehen lassen, obwohl ich das wirklich sehr cool fand. Oh, war auch sehr teuer. Aber ganz im Ernst, so Fadentechnik, da bezahlt man 5 Euro für. Mit Färben sage ich mal 11. Und hierfür habe ich mal schlappe 26 Euro ausgegeben. Das fand ich echt ein wenig überteuert und vor allen Dingen wusste ich, also ich hatte mir schon gedacht, dass mit Wachs und so weiter, das ist nun mal teurer als Faden. Also in der Anschaffung beim Friseur, sage ich jetzt mal. 26 Euro fand ich dann doch ein bisschen viel. Mit Parkgebühren dazu und so war ich und Trinkgeld, ich gebe natürlich auch immer Trinkgeld, ist man dann schnell bei 30 Euro gewesen. Das fand ich nicht so toll. Ja, übrigens habe ich mir jetzt gerade mit den die Augenbrauen mit K-Brow von... Scheiß Fliege. Von Benefit gemacht. Mag ich ganz gerne.
Jetzt gehe ich aber nochmal mit dem Spoolie so ein bisschen durch. Nehme ich den Spoolie von Colourpop und dann auch noch ein bisschen Pixie bei Petra. Das ist so ein Brow Tamer. Also, da habe ich mir übrigens schon ewig her, da habe ich mir auch schon den Stopper rausgeholt, weil wie man sieht, ist da auch nicht mehr viel drin. Ist ein ganz gutes Augenbrauengel, ob man es jetzt braucht. Also ich sag mal, ich habe da immer so eine Stelle, da fallen die Haare immer so runter, deswegen benutze ich das. Aber wenn ich jetzt kein Augenbrauengel mehr hätte, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob ich mir das kaufen würde. So, jetzt nehme ich, die habe ich ja letztens gezogen in meinen 7 Produkten, ne? Und ich liebe diese Lidschattenpalette. Ich gehe immer gerne im Moment mit so einem dicken Pinsel in einfach die hellste Farbe in meinen Paletten und dann tupfe ich immer so auf mein Augenlid und dann habe ich das nämlich direkt gesettet. So. Und gleichzeitig vielleicht auch so ein bisschen Übergang schon geschafft oder was auch immer. So, dann gehe ich jetzt. Die Palette ist ein Traum, man kann alles mitmachen. Das ist so eine To-Go-Palette. Ich gehe jetzt in Amber, das ist der Ton hier oben rein. Und ja. Betone mal wieder meine Lidfalte damit. Oh, ich finde diesen Ton so toll. Die lassen sich so unglaublich toll, lassen die sich wirklich verarbeiten. Ach, herrlich. So, aber gleichzeitig gehe ich dann halt auch noch ein bisschen, um das ein bisschen abzuschwächen, damit das nicht so ein Wababum-Orange ist, gehe ich in Yamoka, das ist halt oben in der Mitte. Gehe ich halt mit dem gleichen Pinsel rein und mache das halt bis hier vorne so ein bisschen. Ihr versteht, was ich meine, ne? Genau. Und dann gehe ich in Sauté, heißt das, glaube ich. Das ist dieser Ton hier. Nehme ich mir natürlich einen anderen Pinsel für. Wo haben wir denn was Passendes? Armes Kind hat ja keine Pinsel. Und den trage ich mir dann hier aus Bewegliche Lid auf. So ein bisschen, ich sage jetzt mal Klappton. Also so ein bisschen wie der von MAC ursprünglich war. Und alle den dann kopiert haben. So. Auf der anderen Seite vom Pinsel gehe ich in Ginger. Das ist halt der schimmernde Ton hier. Und da mache ich mir halt im äußeren, ach Quatsch, im inneren Winkel mache ich mir so ein Highlight. So. Gehe aber auch nochmal in dem Shy. Das ist der, den ich zum Basen genommen habe. Und dann gehe ich da ein bisschen, mache den Übergang hier zwischen dem Klapp, sag ich jetzt mal, und dem rotbraunen ein bisschen weicher. Und am unteren Dings, Wimpernkranz, gehe ich in Schock. Das ist so ein Bordeaux-farbener. Da tupfe ich nur rein und dann mache ich hier einen auf diesen. Dann gehe ich nochmal in Yamoka. Das ist dieser softe Braunton. Dann gehe ich hier nochmal am unteren Wimpern kann so ein bisschen austropfen dran vorbei. Ich sehe sehr blass aus gerade, ne? Jetzt bin ich irgendwie auch. Ich muss mal schon mal den Lippenstift, den verwende ich nicht. Ja, nehmen wir doch den. Den desinfiziere ich mir schon mal. Der ist sehr dunkel, sehe ich gerade, aber das ist nicht schlimm. Mein Augen-Make-up passt dann ja. Also es passt dann zum Augen-Make-up, so wollte ich das sagen. So, da gucken wir mal. Wimpern, ne? Da nehme ich meine Volume Million Lashes Feline Mascara. Ja, ich finde die okay. Sagen wir mal so, ist nichts Weltbewegendes. Also sie macht einfach nur, was eine normale Mascara machen soll, ganz einfach. Aber darüber gehe ich nochmal mit meiner Art Deco Angel Eyes Mascara. Die ist tatsächlich ein bisschen besser. Also ich finde, die ist vergleichbar mit Essence Princess hier Mascaren. Wirklich nette Mascara. Und die Feline, mal gucken, ob die überhaupt noch bleiben darf, nachdem ich hier durch bin mit ihr. Die Fliege geht mir gerade auf den Sack, die kreist die ganze Zeit um meinen Kopf herum hier. Weil man eine Balkontür auf hat und so noch keine Fliegennetze, ist das nun mal so. So, der nimmt ganz schön viel Dreck an, muss ich sagen, mein neuer Schminktisch hier. Und der ist nicht so pflegeleicht wie der von meinem. So, Concealer brauche ich keinen, aber ich pudere ein bisschen ab. Und da hatte ich ja diese Technikpalette drin.
die wirklich sehr gut ist. Also kann ich nur empfehlen. Ich gehe wieder in den beiden Tönen, wo schon Hitzepan drin ist, gehe ich mal so ein bisschen zusammen rein und pudere meine Stirn ein wenig ab. Aber ich mache da auch nicht wirklich nicht viel Puderei. Ich mache mal so ein bisschen. So, dann gehe ich in diese Brauntöne, die mische ich auch immer zusammen, gehe ich mit so einem Puderpinsel von Evelyn rein und wärme mir das ein bisschen, das Gesicht ein bisschen auf. Weil dann ist es auch jetzt nicht mehr so schlimm, dass ich gerade eben so kalkig aussah. Lieber bronzen anstatt so dunkles Make-up, ne? So. Sehr schöne Palette. Im Moment benutze ich total gerne das Blush hier von Essence, Prime and Last. Das ist die Farbe 01, You Make Me Blush. Und der Duft ist voll toll. Jedes Mal, wenn ich da so reingehe, kommt da der Duft hoch. Und der ist so ein bisschen Bubblegum. Keine Ahnung, sowas in der Richtung auf jeden Fall. Macht nur so einen Hauch Farbe, was ich sehr cool halt im Moment finde. Deswegen benutze ich den halt auch. So, und in meinem Projekt drin ist auch von MAC aus der Snowball LE der Here Comes Joy. Das ist ein Highlighter. Schönes Dingen. Nicht so aufdringlich und so, das mag ich. Aber trotzdem wahrnehmbar. Also Catrice HD Aktiv oder Active Performance Setting Spray halt. Und dann verteilen wir das hier ein bisschen noch. So. Und dann kommt der Lippenstift. Das ist einer von P2 Full Color Lipstick. In der Farbe 70 Voice Your Opinion. Okay, so heißt er. Aber ich denke mal, so vielleicht ein bisschen, da. Von Art Deco so einen transparenten Lip Liner in der Farbe 1 nehme ich noch. Und dann tun wir das Jute-Stück mal drauf. Das ist ein richtig dunkler Ton. Vor allem Vampy, würde ich jetzt mal behaupten. Passt gar nicht zum Sommer. Ist mir aber jetzt egal. So. Okay. Ich habe mir das Desinfektionsmittel voll in den Mund gerammt hier. Parfum nehmen wir. Habe ich auch in meinem Projekt. Das ist das Michael Kors Rose Radiant Gold. Ein sehr schöner, leicht holziger Duft. Finde ich zumindest so holzig-blumig. Sehr schön. Aber überhaupt nicht schwer orientalisch. Richtig gut. Ja, und das ist der Look. Mir gefällt er. Lippen vielleicht ein Tick zu dunkel. Ist auch jetzt nicht so komplett meine Farbe. Ich denke, der wird weitergehen. Also ab in meine Aussortiert-Box. Aber ich wollte ihn einfach mal ausprobieren. Ja. Nicht schlecht, aber ich habe sowas halt auch von Colourpop und so. Deswegen kann der weiterziehen. Aber Augen-Make-up finde ich auch cool. Ich liebe die Palette einfach. Ja, kann sich auf jeden Fall derjenige, der die gewonnen hat, kann sich da glücklich schätzen. Ich habe die ja in einem 7-Produkt in 7 Tagen verlost. Muss noch auszählen, wenn dann das Video online ist. Weil ich habe letztens überlegt, ich habe dummerweise gesagt, ja, im nächsten lose ich aus. Aber meine Videos sind ja jetzt im Moment vorgedreht, weil ich auch kein Internet habe und so. Total doof, naja. Aber kommt die Tage. Naja, gut. Bevor ich anfange, noch weiter auszuschweifen, mache ich mich das nächste Video und wir sehen uns bald wieder. Ciao!